Schönen guten Morgen. Jetzt bin ich auch ein bisschen krank, aber ist ja egal. Jetzt mache ich für meine kleine Maus das Frühstück. Sie ist noch immer krank und da ist sie sehr wählerisch, wenn es ums Essen geht. Aber irgendwie verständlich, sie schmeckt wohl nicht mehr so viel. Und deswegen werde ich ihr so verschiedene Sachen machen und dann kann sie sich das, was sie gerne möchte, rauspicken. Was haben wir im Bauern? Ein Riesenturm. Ein Riesenturm. Dann nehmen wir das. In the night I was shining away, it's so lonely, heavy lonely. Lego ist schon eine feine Sache. Wow. Bitte einmal die Fahrkarte, junge Frau. Das ist ja abgelaufen. Sie wissen schon, dass Sie gerade schwarz fahren. Verlassen Sie den Zug. Was ist mit dir? Hast du eine Fahrkarte, Junge? Ich saß heute Morgen noch ein bisschen in der Küche, hab mich da so umgeschaut und hab Spülmaschinen-Tabs entdeckt und hab mir dann alles durchgelesen, was da drauf steht. Und dann dachte ich mir, hey, wäre doch mal cool, wenn du die Sachen nicht vorher abspülst und so einfach in die Spülmaschine tust und guckst, ob überhaupt stimmt, was da drauf steht. Weil hier steht drauf, beseitigt zuverlässig problematische Teeflecken. Das kann man zum Beispiel ausprobieren. Das möchte ich mal testen, ob das alles überhaupt auch so stimmt. Deswegen werde ich jetzt schon mal Sachen sammeln, die ich morgen in die Spülmaschine reintun werde. Und dann können wir uns zusammen angucken, ob die Spülmaschine es schafft, beziehungsweise ob die Tabs es schaffen, den ganzen Dreck zu beseitigen. Die Tasse ist die erste Sache, die ich für morgen für die Spülmaschine aufbewahren werde. Joa! Ich bin so gespannt, ob das den Dreck wegmacht. Weil ich spüle immer vorher alles ab. Eigentlich spült man zweimal. Vorher spült man alles einmal sauber ab und danach nochmal in die Spülmaschine. Das ist wirklich richtige Wasserverschwendung. Was steht heute sonst noch auf dem Plan? Ja, ich werde heute eine Pizza backen und dafür muss ich noch Sachen besorgen, wie Käse, Mais und mal gucken. Wenn Weihnachten ist, wollen wir in Urlaub fahren. Wir waren noch nie in Urlaub. Also ich schon alleine, aber ich jetzt mit denen hier, mit meiner Mama. Oh, Entschuldigung. Was ist denn das, ey? Ich meine, hier mit meiner Frau, meinen Kindern, war ich noch nie in Urlaub. Und wir wollen diesen Winter in den Urlaub fahren, wenn es klappt. Und ich freue mich voll. Wir wollten so dieses Centerparks, da war ich früher schon mal, das fand ich ganz cool. Aber da ist schon alles ausgebucht. Hey. Und jetzt ist die Schwierigkeit, etwas zu finden, was auch den Kindern gefällt. Ja, wenn ich so Bilder angucke, dann weiß ich nicht so wirklich, ist es cool da oder nicht? Ist es was für Kinder? Deswegen hoffe ich, dass wir noch so Last-Minute-mäßig was bekommen. Und meine Frau war noch nie am Meer. Noch nie, nie, nie einmal. Deswegen möchte ich auch was, was am Meer liegt. Dann freut ihr sich auch. So, die Tasse ist fertig. Und jetzt muss der Kaffee noch trocknen. Ich habe ein kleines Schlückchen drin gelassen. Danke an Jeffrey für die lieben Kommentare unter den Vlogs-Videos. Dankeschön. Damit es einfach besser riecht, wenn die Frau kommt. Ist so ein Nadeltannenduft, also wirklich, man denkt, man ist im Wald.